Auf dem Mond ist eine riesige Höhle gefunden worden, die jetzt als idealer Standort für eine Mondstation identifiziert wurde. Die Auswertung der Daten der Mondsonde Selene und der Grail-Raumsonde und die Verknüpfung der Daten brachte wirklich erstaunliche Ergebnisse zutage. Und diese Höhle bricht sämtliche Höhlenrekorde hier auf der Erde. Warum sie so außergewöhnlich ist und der perfekte Standort für eine Mondstation und absolut riesig, wirklich riesig. Also, wie ist die Lage auf dem Mond? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Der Mond ist für den längeren Aufenthalt von Menschen eigentlich überhaupt nicht geeignet. Er hat keine Atmosphäre und verfügt auch nicht über ein Magnetfeld. Astronauten und Astronautinnen sind der kosmischen Strahlung dort ungeschützt ausgesetzt. Zudem gibt es auf der Oberfläche extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Ein absolut unwirtlicher Ort. Eine Atmosphäre können wir dort nicht herstellen. Wir müssen eine luftdichte Mondstation bauen. Allerdings könnten die Astronautinnen und Astronauten vor den hohen Temperaturen geschützt werden, wenn die Station geschützt läge und auch die kosmische Strahlung könnte von den Teams abgehalten werden, wenn die Station eben geschützt wäre. Und jetzt scheint der ultimative Schutz gefunden worden zu sein. Schon seit langem vermuten Forschungsteams unter der Mondoberfläche Lavahöhlen. Sie entdeckten jetzt ein sogenanntes Skylight, ein Loch in einer Höhlendecke, Durchmesser 50 Meter. Es sieht aus wie ein Krater, ist es aber nicht, sondern eben eine Öffnung nach oben in einer riesigen Höhle, eben ein Skylight. Die japanische Sonde Selene hat sie jetzt entdeckt. In der Region Marius Hills im Ozean der Stürme stieß sie auf eine auffällige Struktur unter der Mondoberfläche. Das Radar empfing ein doppeltes Echo. Ein Hohlraum unter der Mondoberfläche war gefunden worden. Jay Melosh von der Pew University wertete daraufhin die Schwerfelddaten der Grail-Raumsonde der Region aus und machte die Sensation perfekt. Unter der Mondoberfläche befindet sich eine Höhle, Achtung, festhalten, mit einer Länge von 50 Kilometern, einer Höhe und einer Breite von jeweils einem Kilometer. Da passt eine komplette Großstadt rein und eine Mondstation sowieso. Der absolute Wahnsinn. Es wird spannend, wie diese Höhle jetzt erforscht wird und wie darin dann eine Mondstation gebaut wird. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema verpassen wollt und zu allen anderen Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video hier gibt. Und hier geht es weiter mit Helium-3-Abbau auf dem Mond, China als erster. Ich kann nur sagen, der Wettlauf zur Besiedlung und der Nutzung des Monds hat begonnen. Es bleibt spannend. Bis dann. Bleibt dran.